So, und da sind wir auch schon wieder. Und jetzt habe ich einen Stoff verpasst. Ah, diesmal ging das mit dem Stoffwasser. Der Vorrat hat ja vor mir das Zeug weggeschnappt. Da will ich jetzt nicht zu nahe kommen. Ah, Mensch! Ich wollte gerade vorbeiziehen. Schön wird auch. Jetzt muss ich ja mal richtig. Bist du. Super, ich bin ja voll dagegen geknallt. Fast. Woher bist du? Ich bin nur noch hinter dem. Schade, ich hab dich nicht erwischt. Ein Glück aber auch, würde ich meinen. Da hat mir eine kleine Abkürzung gezeigt. Hä? Was war das? Hallo? Was ist das für eine Blume? Ach, ich kann hier werfen, alles klar. Es sind hier mehr. Ja, klar. Das ist doch aber die Prinzessin. Die Prinzessin. Ja, letztens war schon so. Boah, was ist das denn? Oh, aber ich schließe hier gerade voll ab. Fünfter, sechster. Es kann nur nach unten gehen. Ja, schon mal ein bisschen größer tanken. Hier kommen wir an der Seite fahren, das ist ja lustig. So, was kriegen wir denn? Ich hab bis jetzt noch gar nichts, aber ich eben noch Schrotz ganz heiß was drauf. Ja, wenn du letzt ganz weit hinten bist, wenn du ganz weit hinten bist, kriegst du immer Boost oder irgendwas, um schnell vorzukommen. In der Mitte kriegst du was abwehrmäßig, was hier zum Abschießen. Ja, und vorne kriegst du meistens Bananen tatsächlich. Runde 3 von 3. Boah, super! Was ist denn mit dieser Schrecke los? Ist verhext? Sag schon mal, hier zu mir. Wenn der Affe nicht da wäre, wüsste ich schon, wo der hatte schon gerade so eine. Nee, das war nur ein Warnzeichen, ne? Für so eine Rakete. Das muss sein. Und das sind nur dir so ein schwarzes Ding auf diese Kurve da, die nehme ich nur grundsätzlich. Da nehme ich nur grundsätzlich erstmal die Pande. Scheiße. Das ist schon ein Niveau. Und dann haben wir das nächste. Das ist schon ein Erster. Zweiter. Bist du oder was? Ich rangel immer noch mit dem Affen. Oh, ich gammel hier auf dem 7., 6. Platz rum. Das kann doch nicht sein. Ständig überholt Nein, doch. Der Affe am Ersten. Ständig überholt mich hier oben so ein Dreckstück. Aber ich sehe, mit dem Drachen fliegst du weiter. Das ist durchaus richtig. Ja, weil der, denke ich, leichter ist. Das ist so fett wie Luigi. Ja, ich bin mit dem Donkey Kong in. Oh, nee, doch nicht. Ich bin abgeschlagen. 44 hat er tot. Verdammter Mist. Nur noch der Erste. Ich muss das nächste Mal mein Bike. Mehr Münzen, du brauchst mehr Münzen. Ich muss das Bike besser finden. Ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch? Wir sind durch bei dem Grand Prix jetzt. Oh. Oder? Sind es immer 3 Strecken oder was? Ich weiß nicht. Also schade. Ich habe die 8 selber noch nie gespielt. Achso. Was hat sich verändert seit der alten? Einiges. Die Fahrzeuge vor allem. Die Strecken sowieso, logischerweise. Design, also, ja, das, Grafik und so? Ja, logisch. Also es ist ein Unterschied, die Karten nach zwischen der Wii und der Wii U. Schon detaillierter. Ja, ich kenn's ja nicht. Ich bin ja eher so der PC-Hoshi. Musst du mal auf YouTube gucken. Alte Mario Kart. So, machen wir mal weiter hier. War keine gute Runde. Hat mir nicht gefallen. Ich brauche dringend ein anderes Bike. Ich brauche ein Zweirad. Ich habe zwar einen zweiten gemacht, aber also wir haben den Blumenkopf freigeschalten. In der Testrunde war das mit dem... Ein neues Fahrzeug da ist verfügbar. Sehr gut. Ich würde sagen, dann machen wir mal die Blumenkappe. Ja. Geht man wirklich wieder hier in den Mehrspielerteil? Ich weiß auch nicht, irgendwie ist es komisch. Oder? Steht doch das Online mal reizen, aber... Ja, kommt gut, oder? Nee, geht das gerade? Ich weiß nicht, ob der Wii gerade im WLAN ist. So, Grand Prix. 100 Euro? Weiß was. Ja, wir können auch mal die 150 Schalten ausprobieren. Ich weiß nicht, ob wir da schon alles freigeschalten haben. Schauen wir mal. Ich nehme jetzt hier. Ist nämlich diese nervische Prinzessin. Ja, Pink! Hä? Was war das?
Wir haben jetzt? Na hier, das freigeschaltete Teil. Ansonsten bleibt das natürlich in rosa. Ob das daran lag, dass ich gerade die Prinzessin genommen habe? Ja. Hab keine Ahnung, ja? Ja. Denkst du? Die nimmt das schnittische Spike. Warte mal, wie war das? Plus, ne? Plus. Tempo, Handling, Haftung ist nicht ganz zu toll. Bringen wir mal die Reven auch mal hin. Wenn mehr Handling wäre schon nicht schlecht. Die Standard. Ja, komm, wir probieren das mal. Ja, wir nehmen mal den schnittischen Flieger. Ich weiß gerade, was ich so schon. So, Blumenkopf haben wir, genau. So, das sind dann also wieder drei Runden. Weniger Haftung, mehr Handling. Muss man mal sehen, wie das funktioniert. Derzeit kann ich noch einen Kaffeeschluck schlürfen. So was Unprofessionelles. Hat man gar nichts gehört davon. Unsere Tonspur ist schon wieder so leise dort. Zumindest sieht das so leise aus. Sind wir unten angekommen? Nein. Nee, wir reden nicht über das Leiter. Passt schon. Wir werden die Ruhe in uns. Man muss ja hier nie so rumrollen. Ach. Jetzt habe ich Sabbern. So, Baby. Sicher mal dein Arsch. Yeah. Ja. Los. Na, es geht schon ein bisschen mehr ab. Ich will was. Ja, verdammt, Säcke. Hau ab. Ich habe das knapp verfehlt. Hier sind ja Monster-Verstecke. Ja. Verdammt, ich bin auf die grüne Straße gekommen. Aber ist das genial vom Motorrad zu entdecken. Aber ich muss sagen, das Motorrad ist vom Handling her noch immer viel. Ich hab's aber doch verpasst. Warum sammle ich denn nichts ein? Also von der mangelnden Haftung kann ich bis jetzt noch nichts feststellen. Hä? Zack. Boah, Leute. Voll erwischt. Ah! Ja, verdammt! Ich hab was eingesammelt! Na super. Das Motorrad ist gut? Ja, das gefällt mir. Das ist sehr gut, muss ich mal so sagen. Man sollte nur mit den Dinger fahren. Wenn ihr noch passt den Reifen? Nee, sag mal. Das gehört. Man sollte nicht mit den Dinger fahren, weil diese Bitch hat sich immer vor mich gesetzt. Scheiße. Hallo, guck mal jetzt hier Start von mir aus irgendwie. Oh. Ja, und jetzt noch ein Panzer oder was? Jetzt habe ich. Leute, ich will ihn auffangen. Oh, diese Bitch hier! Diese Schlange! Ah. Ich noch nie so auf Bitch Mietschirm. Ja, um 10? Okay. Jetzt hallo, darf ich jetzt auch mitfahren? Ich wurde gerade durchgereicht. Wie im Knast oder was? Ich wurde gerade durchgereicht. Das war diese hinhaltige Schlange mit ihrem. Mit ihrem. Das segelt die doch fetzen, das ist schon mal. Was ist so? Das konnte man noch gar nicht so richtig. Ich hätte vielleicht mal. Geh doch mal fetzen! Ich war über deine dürfen gesetzt das. Als hier. Warum habe ich den roten Panzer nach hinten geschossen? Falle, du fragst dich gerade, wie du nach hinten schießen kannst. Einfach. Fast nach hinten gefickt halten. Ja, jetzt hat mir der Dödel. Okay, das war Platz 6 und noch ein paar Säulen. Oh ja, das mit den Positionen, das ist hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt haben wir noch mal ein bisschen Dünnpfiff auf der Linse. Da hat mal einer seine Pizza nochmal gelassen. Ich sehe nicht, ich würde das Ding gerne loswerden, aber. Er ist irgendwie noch da breit an den Banden ab. Oh ja, der Flieger geht gut. Ja, sag ich doch, der fetzt dich. Der geht richtig gut. Vierter Platz, ja, schade. Achter, das war's. Aber hey, was hast denn du für ein fettes Metal, sag mal? Ich hab einen Geist. Ein Jigu. Jigu. Jigui. Jigui? Wie denn jetzt? Der Shigai. Ich hab einen Shigai. Ich hab den Shigai. Das liegt an dem Platz, was du für Punkte machst da. Nicht an den Münzen, die du einsammelst. Ich hab's. Immer noch. Ich kenne auch nicht. Frag mich nicht. Ach nee, du brauchst die Münzen, um Sachen freizuschalten. Wir haben 50 Münzen eingesammelt und haben dafür den Sägeflieger freigeschaltet. Alles klar, ich verstehe. Du sammelst quasi hier in den Strecken dann die Münzen auf und schaltest dann so nach und nach. Wurde die Strecke schon mal mit an? Das sieht aber recht interessant aus. Ja, das sieht durchaus. Achso, wir sind in der 150er. Das krieg ich jetzt aus dem Arsch gebacken.
Also hier noch 15 ist Uhr. Also mein Shy Guy. Juhu! Nee, ich hab's verpasst. Diese blaue Pussy da ist. Hab ich zum Glück hinter mir gelassen. Das ist scharfe Kurve und ich hab ihn geschaffen. Ich hab's gerade mitgekriegt. Ich hab's verpasst. Ja, genau. Was denn? Voll gegen. Die Banane? Nee. Gegen so ein hier. Fuss. Boah, diese hellblaue Tussi da vorne. Wie musst du denn durch Stadt laufen? Komm her, ich reiß dir deine Fingernägel aus. Wir können doch die Prinzessin nicht einfach hier so stehen lassen. Siehst du, wie sie es können? Boah, ist so ein Spruch mehr. Auf der Strecke fahren. Ja, du blödes Biest. Aha, hab dich erwischt, du hässliches Etwas. Ich bin Platz 8, Platz 9. Das ist schön, ich spiele, ich weiß gar nicht, seit wann spiele ich Mario Kart? Seit meinem, was weiß ich, X des Lebens. Na, ja. Nein, ich bin in die Pfütze gefallen. Ja, genau. Nur mit dem Ding zu driften, mit dem ist es wieder schwieriger. Ja. Und es hat dieser Drecksack hier vor mir, ne? Hat er hier zwei eingesammelt. Ich hatte mir mal eins abgibt. Boah, die Strecke ist nicht so bitch. Aber sah eigentlich ganz gut aus. Ja, nö, also die ist schön designt auf jeden Fall, aber so gerade für mein Können ist das wohl noch nicht wirklich was. Aber so gefällt mir schon. Komm schon, gib mir was. Jetzt glauben wir denen hier noch was? Nee, Stern. Ging gerade, ne? So, ich sehe nichts. Ich will das übergreifen, dass ich hier was sehen muss, um zu fahren. Ach toll, in der Brühe. Und da hat man keinen Platz 6, wenn man noch will. Ja, ich kämpfe mich langsam vor. Ich hab doch so einen Star. Ist ja nicht irgendjemand? Du war weg hier, Prinzesschen. Scheiße. Ich fahr ihn ab. Ich konzentriere mich drauf. Ah, hau ab. Aua! Nein! Nein! Was mach ich denn? Ach, ich bin doch so ein Dummbödel. Was ist denn schon? Platz 5. Oh, haben noch so Platz 3. Platz 5, ich glaub's nicht. Also wie gesagt, du hast nicht solche schönen 3D-Effekte in dem Spiel in dem gehabt, um auf die Frage zurückzukommen. Der Aufbau komplett war anders. Es war halt einfacher gehalten, komplett. Ja. Und die Strecken sind halt komplett, um es wieder zu sagen, neu. Die Kapseln ähnlich gehalten. Das fällt schon. Auch, dass man jetzt auswählen kann, jetzt, welche Reifen, welche Karosserie, ist auch, vorher hat es bloß die Möglichkeit, auf dem Motorrad oder sonst irgendwas. Zum Beispiel die Thematik der Strecken, die ist wie beim alten, muss man lassen. Pilzcup war immer Pilzcup. Ich denke mal, hier gibt es auch Marios Edwards Piste. Ja, gibt's, hat man ja am Anfang. Oh, jetzt starte ich mal nach vorne. Na, dort wurde immer zum Schluss aufgehört. Ich verpasse den Start immer. Die sprinten immer so dann übelst weit vor. Die ist etwas verwirrt, muss ich sagen. Die Strecke ist leicht. Weil wir mal an der Randfahrt anfährt. Wir hatten jetzt schon Boomerang. Wo muss ich hier lang? Kaputt. Immer der Wand entlang. Oder an der Wand entlang. Bist du aber nicht so schnell. Ah, eine Banane! Okay, da hätte ich doch die Banane fangen können. Ach Mensch, da sind aber die Pfeile. Ich will doch rüber. Manu, ich hab die falsche Stringe gewählt. Ja, ich auch, mach den nicht raus. Warte mal, ich hab hier so eine. Ich will oben drauf.
Nächstes Mal versuche ich mal. Ah, ja, genau. Mitten vor dem Hammer gefahren. Au! Ja, genau. Dasselbe ist mir auch gerade passiert. Phänomenal. So, jetzt hat die alte Kuh mir das schon wieder weggeschnappt. Die regt mich auf. Die regt mich sowas von auf. Ist es die hellblaue? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich wusste, dass ich bei der Abkürzung so extrem langsam bin, hätte ich die nicht genommen. Das nennt man dann eine Umleitung. Gib mir was mit mir. Ja, was Sinnvolles. Ah, oh, ja. Viel zu früh. Ich spanne jetzt hier alles nieder aus dem Weg. Da, weg mit euch. Komm schon, gib Hand. Das war jetzt hab ich schon wieder die falsche Scheiße. Seite. Ja, gib mir. Gib mir. Oh, Mann. Gib mir ähnlich. Ähnlich. Ob du überhaupt in der Mitte noch rauskommst? Also ich glaube, das wechselt. Ja, auch nicht. Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht. Wenn du platzt, du bist ein Hammer, du bist vorbei. Ich hab Platz 7. Dritte Runde. Ich hoffe, dass ich hier noch zumindest ein bisschen meiner vorkomme. Jetzt. Gib Hahn, Prinzesschen! Dieser Drecksack hier vorne und. Ich seh nichts. Der Drecksack, der mich hier vorne aus der. Oh. Oh. Ja, immer auf den Kleen! Ich bin doch schon ein unschuldiger Geist! Du hast doch noch mitgemacht! Nee, ich hab nur aufgesammelt, was du liegen gelassen hast. Ich glaube, du kannst gar nicht da an der Wand langfahren, oder? Ich hab ihn nie. Ich hab nichts dabei. Obwohl da so Speedfighter dran sind? Und wieder Harry drin. Ja, zu früh gefreut. Ja, ich wurde durchgereicht. Das sieht wie wohl eine Knasthure. Sieht wohl eher schlecht aus. Liebe Kinder, wenn ihr das sehen solltet, weil ihr euch für Mario Kart 8 interessiert, entschuldigt euch! Wir entschuldigen uns für die Kraftausdrücke. Liebe Eltern, wenn ihr euch aufregt, dass wir die Kraftausdrücke haben, dann achtet auf eure Kinder, ob sie YouTube schauen dürfen oder nicht. Nicht unser Problem. Oh, aller Brüste. Ich sag's doch bloß mal, was mir da so einfiel. Und ich wette mit dir, die Kinder, die das angucken und ja, keine Probleme haben, die schreien ihren Fernseher genauso voll. Durchaus möglich. Ich denke da nur an mich. Schiebt da ist Wasser drin. Letztes Rennen. Wann muss man denn hier nur Gas geben, warte, damit das was wird? Jetzt. Okay. Vor dich jetzt. Nicht wirklich. Alles klar. Hey, super Schnecke hier, wenn du nochmal so einen Strand dummelst. Hey! Eva! Huch! Nein! Du kannst mich doch nicht Eva so stehen lassen! Ich sollte auf dich warten oder was? So siehst du schon. Das macht man noch nicht! Da kommt mir schon eine Bombe, so ist es nicht. Was macht. Hey! Ich will da drüben hin. Ich dachte jetzt, es geht doch Wasserfall. Ich wollte da drüben hin. Ich wollte auf anderen Strecke was. So kommt man auf Platz 7, nur weil man gierig ist. Ja, richtig so. Lass mich einfach stehen lassen, finde ich ja übel. Ach so. Ja. Huh. Das macht man nicht mit Prinzessinnen. So, jetzt habe ich mir das mit den Münzen von den Idioten geklaut. Ja. Fällst. Ich fall auf Platz 6 zurück. Wolltest du das sagen? Aus! Was sitzt du mir? Jetzt bin ich weg. Ich hab dich überstehen lassen. So, Drecksack, ne? Oh nein! Ja, genau. Noch kleiner. Ich hab doch schon mal gesagt, ich bin schon der Geist. Was soll ich denn dafür? Ich hab mich jetzt verpasst. Und wir machen jetzt keine Witze über irgendwelche Größen. Ach man, ich dachte, es dort geht's vorbei. Können die dort nicht wie bei den alten Spielen hier was anschreiben? Wieso? Ist eigentlich ziemlich klar, wo es lang geht, oder? Ah nee, ich dachte, man kann nur neben den Sprung da rumfahren. So, halt wer war das mit der Bombe? Du fällst jetzt erstmal zurück. Was ist das denn für ein Ding? Boah, kommt eine Bombe für den ersten Bezirk.
weg, meine Münzen. Ich fahr dort an der Stelle immer wieder rein. Ich hab da ein Geschenk. Na, jetzt wird das mal Geschenk für euch, das war ich. Ich hab ja auf der Münze gepustet. Ich bin gerade dran. Es ist zu neu. Jetzt bist du. Wenn ich auch nichts eingesammelt habe, Schätze. Ich bin nicht gegen die Wand. Es ist immer schön, wenn man seinen Kopf nicht bewegt beim Spielen. Machst du das auch schon? Ja. Boah, hier steht an jeder Scheiße. Hallo, was war denn das gerade? Ist schnell, ich weiß nur, ich bin Platz 7 und. Vor der Rampe hat die mich jetzt wieder zurück. Na, kommst halt. Boah, wenigstens immer die 10. Komm schon. Kann nicht so schwer sein. Platz 6. Es ist, aber das Tipp in mir. Bei mir wird's noch schlechter. Ich sag, wir werden älter. Wir werden älter. Ich bin nicht letzter, das passt schon mal. Ja, wir werden aber älter, deshalb können wir das nicht mehr so gut. Die Kleineren, die haben da eine andere Auffassung. 28, ich bin jetzt Platz 6 insgesamt. Sag ich so, das Level wie vorhin. Oder? Ja, pass mal auf. Oder wir sagen mal wie den letzten Cup. Ich würde sagen, wir machen bei Cup 50 weiter. Was wollen wir machen? Jetzt nochmal ein kleines Päuschen. Na, erstmal gucken wir uns die Auswertung an. Dann machen wir ein Päuschen. Und jetzt eigentlich schon die Auswertung? Ja, das war der letzte. Wir haben eh nicht gewonnen. Das war doch ein Episode. Shade. Aber wir sind nicht ganz nett. Und da zieht Shade vorbei und fährt voll in den Winteransatz. Wie atmen die da eigentlich schon mal was? Genau. Das ist. Das macht die mit den Haaren, ne? Achso! Die zieht im Wasser Sauerstoff. Ja, genau, das wird sein, ja. Du, aber der Geist fetzt schon. Ich meine, ich vermisse bei der Prinzessin vermisse ich noch das Krönchen, aber ansonsten. Nee, da muss er. Also, welche hast du genommen? Gibt's da mehrere zur Auswahl? Gibt's mehrere? Ich hab's zwei oder drei Mädels. Ich hab die rosa, ne? Du hast die Peach und dann gibt's noch Baby Peach, ja. Also 100 Münzen haben wir diesmal. Sehr gut, da waren wir ja fleißig, ne? Rosalina gibt's noch. Und ja, Baby Daisy. Diese Baby Peach. Baby Daisy. Das war die blaue, ne? So. Und damit. Ja, die hat doch eine Krone auf. Ich seh's grad. Die hat so eine kleine Mini-Krone. Ja. Auf der Haube. Was ist denn das hier unten? Plus. Plus? Was passiert jetzt mit Plus? Was machst du? Was muss ich machen? Hä? Spoiler? Bitte hier mit dem Beitrag verfassen. Was? Das ist toll. Okay. Was machst du jetzt? Absenden. Abbrechen. Das wohl chatten oder was? Absenden. Ich weiß nicht, ich spoiler gerade hier irgendwas. Währenddessen ihr hier dieses schöne Bild dort anguckt. Das ist natürlich ätzend. So. Alles klar, weiter geht's. Nicht, denn wir gehen jetzt über in die Pause. Brüder. Tschüss.